Dann fahren wir die mal mit der Hand weg. Was haben wir denn noch? Ja, eigentlich müsste ich mit dem Trommelwirbel jetzt ins Bild reinfahren, beziehungsweise die Lokomotive. Die haben wir noch gar niemandem gezeigt. Und wow. Das ist doch ein Bild für Götter. Also wow, meine Güte. Unsere E91-191. Oh, sieht ja toll aus. Muss ich Ihnen noch was dazu erzählen? Unserem Chef der Entwicklung, der wollte vor 15, 20 Jahren, wollte immer Altbau-E-Loks machen. Ich habe gesagt, Altbau-E-Loks kommen bei mir nicht ins Programm. Tja, so ist das eben im Leben. Ja. Jetzt haben wir plötzlich Altbau-E-Loks und kommen gut an bei unseren Kunden. Kommen super an, also auch nach der E18, 118. Das ist ja ein Ding. Das ist eine ganz tolle Maschine geworden. Meine Güte, da müssen wir mal hier die Dachlandschaft mal zeigen. Also wenn Sie das schon ansprechen mit der Dachlandschaft, ja. Da muss man auch mal schauen, die Verbindungsleitungen zwischen den einzelnen Aufbauern, die sehen wirklich in der Geraden aus, als wären sie richtig miteinander verbunden. Also auch da haben unsere Konstrukteure eine super Leistung hingelegt. Ganz tolles Teil. Die Laufstege sind super. Auch die Stromabnehmer, das darf man übrigens auch nicht vergessen. Ach, ich setze die nicht um, sondern ich zeige die jetzt einfach mal so. Dreh die einfach mal so rum. Was mit den Drehgestelle haben sie ja keine, sondern... Ja, die haben Gestänge dran. Ist natürlich auch immer eine Herausforderung, dass es da nicht ruckelt, dass es taumelfrei fährt. Und auch das haben wir super gelöst und die zieht gut was weg. Also fantastisches Teilchen geworden. Passende Lampenformen werden natürlich immer umgesetzt. Und übrigens, ist nicht aus der Produktion, ne? Ist Vorproduktion... Und ist natürlich auch noch nicht bedruckt und die Farbgebung ist ja auch noch nicht ganz korrekt. Also kleine Details. Das ist jetzt auch einfach zusammengestellt, dass wir uns mal einen Eindruck verschaffen können. Ja. Aber ich glaube, man sieht schon, dass das ein echtes Pantograph. Highlight wird. Super. Toll. Altbau-E-Loks. Machen wir Altbau-E-Loks. Meine Güte. Und dann noch so gute. Finde ich ganz toll. Und was wir noch vergessen haben zu sagen, Liefertermin. Wird also im Dezember in den Handel kommen und Preis liegt für die Gleichstromversion bei 250 Euro. Natürlich auch wieder Wechselstrom und Soundversion. Ach, und der Herr Fröhlich hat jetzt noch eine neue. Meine Güte, also es ist wirklich gigantisch, was wir jetzt alles an Neuheiten gemacht haben. Das sieht mir aber sehr französisch aus. Ne? Das ist auch so. Das ist 25.000? Ja, ganz tolles Fahrzeug auch geworden. Ich habe hier auch noch ein zweites Modell dazu. Wollen wir das dazustellen? Oder? Was? Wieso zwei Modelle? Ach, dass man gleich die Unterschiede Ach, sieht. Ach, weiß doch keiner. Ja, aber dann kann man gleich darauf hinweisen. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht schlecht, wenn wir die so ein bisschen vorne dran stellen. Okay, welche Version ist denn das hier? Jetzt müssen wir gucken. Eine ist die 6051, die Ursprungsausführung. Und müsste die eigentlich sogar sein. Ja. Und das andere ist die Serie, die 25.008. Und das sieht man jetzt, wenn man drauf schaut zum Beispiel, die Unterschiede. Nein, das hier ist die Ursprungsausführung, sehe ich gerade. Ja. Und die Fachleute wissen wieder genau, was es ist. Ja. Aber das ist ja verwechseln. Was hier ganz gut ist, man sieht es auch durch die unterschiedliche Farbgebung, kann man ein bisschen die Details unterscheiden. Also auch gerade oben die Huben zum Beispiel sind anders. Die Front ist ein bisschen anders gestaltet. Die Pandos sind anders gestaltet. Also hier haben wir eine Wippe, da haben wir zwei Wippen. Genau. Ja. Und muss ich jetzt einfach noch sagen, war natürlich auch im Badischen unterwegs, gell? Ja. War im Schwarzwald als Versuchslokomotive. Und, ist welche Version? Die Ursprungsversion. Und War da zu Testzwecken auf der Schwarzwaldbahn. Und ist, denke ich, genauso als Kultlokomotive für deutsche Eisenbahner wie französische Eisenbahnfans interessant. Und auch da, die haben wir hochgezüchtet, sehr viele Details. Die Griffstangen sind einzeln angesetzt. Die Nummerierung ist draufgraviert aufs Gehäuse, wie das beim Original auch erhaben ist. Und also allein, wenn man die Dachausrüstung wieder anschaut, ja, ganz toll. Bei E-Loks ist halt die Dachausrüstung sehr, sehr wichtig. Ja. Weil das ist ja, sonst sind sie ja eigentlich alle nur glatt und so, aber Dachausrüstung, Drehgestelle, das ist eigentlich schon natürlich neben einer ordentlichen Gravur. Ja, Lieferung, Auslieferung im November. Geht allerdings, glaube ich, nur nach Frankreich. Geht nach Frankreich und jetzt kommt sie erst die 6051. Geht nur nach Frankreich an unseren Importeur. Wird dort in Frankreich so um die 300 Euro kosten. Die Händler, die sie in Deutschland haben wollen, müssen sie bei unserem französischen Importeur bestellen.
Aber das ist möglich, kein Problem, macht er auch. Also wenn Sie sie hier in Deutschland auch haben wollen, dann sagen Sie Ihrem Händler, dass er bei uns die Adresse, oder im Internet kann er sich die raussuchen und dann bei unseren Importeur in Frankreich bestellen, der Deutsch spricht, der ist also in Lothringen und sprechen perfekt Deutsch. Also das Argument, ja, die sprechen ja Französisch, kann ich nicht, ist also kein Argument. Sondern nein, das funktioniert also hervorragend. Und ja, na, tolle Sache. Ganz, also, ganz toll. Ja, und das ist die 145. Warten Sie mal. Da hört man ja nichts. Ja, eben, das ist wirklich nur das Radern übers Gleis, da hören Sie kein Motorengeräusch. Also, nee, nicht die 145, das ist die 141. 141, ja. Sorry. Gut, die Farbe ist natürlich jetzt nicht so toll. Also, aber ja, das ist klar, das ist ja auch ein Muster. Ja. Aber auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel mal anguckt, wie fein die Geländer sind. Also das ist ja wirklich, das ist ja wie ein Haar fein und trotzdem stabil. Metallgeländer. Ne? Ja. Metallgeländer, ja. Also geätzte, ja. Geätzte Geländer. Hier auch noch in der Ursprungsausführung. Später sind ja so Trittstufen dazugekommen, dass der Lokführer oder der Rangierer nicht abstürzen kann. Und auch solche kleinen Details sind uns natürlich wichtig, dass wir die umsetzen. Auch oben drauf, wenn man da vielleicht mal guckt, der Lüfter, der ist auch ganz toll im Vorbau nachgebildet. Ja. Und da kann man dann hier nochmal gucken. Da sieht man ein bisschen mehr Licht noch. Liebe Pico-Freunde, da haben wir jetzt mal Ihnen alle Modelle, ach ja, wann die geliefert werden sollen, natürlich auch im Dezember, kostet ca. 230 Euro. Gibt es sie in Wechselstrom auch? Gibt es auch in Wechselstrom. Gibt es in Wechselstrom mit Sound natürlich. Natürlich, klar. Gut, zum Abschluss haben wir noch was ganz Besonderes. So, liebe Pico-Freunde, was ganz was Besonderes wollen wir Ihnen heute zeigen. Hier steht eine Neuheit für 2021. Wir sagen aber nichts über unsere Neuheiten und ich könnte jetzt mal die Verdeckung lüften. Kann ich nicht, kriege ich sofort Ärger. Sorry. Mit der gesamten Marketing- und Vertriebs- und Produktmanagement. Aber ich habe mir, die Erlaubnis eingeholt, dass ich Ihnen mal so ein bisschen was zeige. Schauen Sie mal, ob wir hier irgendwo ein bisschen was sehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh, oh oh. Ja, nicht zu viel zeigen, nicht zu viel zeigen. Nein, bitte nicht. Ja, also das ist eine Besonderheit, die wird Anfang nächsten Jahres rauskommen. Wir werden sie erstmalig auf der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentieren. Wenn Sie die Kataloge vorab bestellen und wir liefern die Kataloge, glaube ich, immer in der ersten Januarwoche sowas raus, wenn Sie die natürlich bestellen mit den Neuheiten, dann kriegen Sie das auch, die entsprechenden Bilder mit den Highlights. Das Modell ist fertig. Das ist, glaube ich, die zweite Abspritzung oder sowas. Also wir sind damit sehr weit fortgeschritten und es wird ausgeliefert. Soundaufnahmen haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Es tut mir leid, ich kann da leider nicht mehr dazu sagen, aber wir sind ja da neue, dieses Jahr haben wir ja neue Wege beschritten und Sie sehen ja, das war ist keine Diesel-Lok. Nein, können wir nicht verkaufen als solcher, das stimmt wohl. Und insofern wissen Sie schon, in welche Richtung es geht. Wir haben ja dieses Jahr die 78er ausgeliefert. Die ist ja schon seit einigen Monaten am Markt. Kommt sehr gut an. Wir haben sehr viel Erfolg mit dem Modell. Ist ein tolles Modell geworden. Und was habe ich immer gelesen? Irgendwo stand dann auch mal, Pico kann auch Dampfloks. Ja, wir können Dampfloks. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir das ganz gut können. Auf jeden Fall. Und wir haben sehr viele Menschen damit auch eine große Freude bereitet. Und Ihnen auch? Mir auch. Warum Ihnen? Ja, wir haben ja auch länger diskutiert. Es ging ja nicht nur um Altbau-E-Loks. Wir hatten auch da länger diskutiert. Aber die Zeit war einfach reif. Wir haben einfach so tolle Produkte. Und die Zeit war reif dafür. Ganz am Rande. Die Lokomotive ist so toll, die wird auch auf dem Katalog drauf sein. Die wird einem quasi ins Gesicht springen. Ganz tolles Modell geworden. Sie werden sehen. Liebe Pico-Freunde, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und so schnell werden wir jetzt natürlich keine solche Sendung wieder machen, weil
Wir haben ihn ja jetzt, wann wird denn die ausgeliefert? Muss ich mal gucken. Also im Februar kommt die schon. Kostet, keine Ahnung, so um die 320 Euro oder sowas. Jetzt so schnell kommt natürlich so eine Sendung nicht mehr, weil wir haben jetzt, wie viel Neuheiten haben wir jetzt vorgestellt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine haben wir noch nicht vorgestellt, die PKP-Lok. Die habe ich jetzt, ich glaube, in China habe ich sie mal, glaube ich, gezeigt, ich weiß es gar nicht. Aber die ist ja schon angekündigt, die ET21. Mhm. Die ist aber im Moment noch nicht da. Vielleicht ziehen wir das noch nach. Aber sonst keine weiteren mehr. Sie haben jetzt alles gesehen, was wir an Modellen haben. Zum Glück nicht. Ja, und ich wünsche Ihnen dann einen guten Start in das zweite Halbjahr, in die Herbst- und Wintersaison. Viel Spaß mit Pico. Wir werden hoffentlich alles termingetreu liefern. Unsere beiden Werke hier in Sonneberg und in Chashan, die arbeiten unter voller Last. Wir haben also sehr, sehr viel zu tun. Und dank Ihnen, dass Sie eben so treue Pico-Kunden sind und auch so viel bestellen, was uns also auch gut durch die Krise gebracht hat. Und wir hoffen, dass wir Ihnen also auch mit diesen Modellen hier, die wir Ihnen jetzt gezeigt haben, viel Freude machen können, auch für dann für die Weihnachtssaison. Die eine oder andere Dame findet vielleicht auch das eine oder andere Schmuckstück, um ihrem Garten damit zu überraschen. Glaube ich, wir sind ganz gut aufgestellt. Wir haben natürlich auch ein gutes Standardprogramm, also nicht nur Neuheiten, sondern auch ein gutes Standardprogramm. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Pico. Herr Fröhlich, herzlichen Dank, dass Sie mich unterstützt haben. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Und ja, und dann alles Gute, ein schönes Modellbahnjahr noch zum Abschluss und ich darf mich jetzt erstmal für heute verabschieden. Tschüss. Danke und tschüss.